Hallo ihr Lieben, in diesem Video werden wir uns mit dem SRDP-Beispiel mit der Nummer 1270 beschäftigen. Fangen wir an. Wir haben hier eine Funktion gegeben mit der Gleichung g von x ist gleich 2 minus x² durch 8 und wir sollen die Nullstellen dieser Funktion herausfinden. Pausiere jetzt bitte das Video und versuche es zunächst selber. Okay, wie gehen wir hier vor? Also, wir haben die Funktion gegeben, g von x ist gleich 2 minus x² durch 8. Und wir sollen die Nullstellen herausfinden. Das heißt, wir setzen zunächst mal gleich 0. Und jetzt formen wir einfach um auf x ist gleich. Also, zunächst tun wir minus 2 abziehen und erhalten minus x² durch 8 ist gleich minus 2. Jetzt multiplizieren wir mit minus 8 und erhalten x² ist gleich 16. Und zu guter Letzt ziehen wir noch die Wurzel. Das heißt, wir bekommen x ist gleich plus minus die Wurzel aus 16 und das ist gleich plus minus 4. Die Nullstellen sind also x1 ist gleich 4 und x2 ist gleich minus 4. Damit sind wir auch schon fertig.